Wir brauchen nicht Entscheidungsstrategien, die optimal sind. Das liest man überall. Optimal bedeutet ja, dass man das nur feststellen kann, wenn man eh alles weiß, relativ zu dem. Sondern wir brauchen Entscheidungsstrategien, die robust sind, die eine gute Chance haben, in einer unsicheren Zukunft zu treffen und gut zu sein. Die Ökonomie und große Teile der Psychologie und andere Wissenschaften fokussieren auf Optimalität. Aber Optimalität kann ich nur beweisen, wenn alle Annahmen im Platz sind. Wenn nur eine nicht stimmt, dann weiß ich das schon nicht mehr. Und wir brauchen auch den Mut in der Wissenschaft, uns mit Situationen zu beschäftigen, wo nicht alle Konsequenzen, Optionen und Wahrscheinlichkeiten bekannt sind, sondern wo ein Teil unbekannt ist. Und hier ist der große Unterschied zwischen der Finanztheorie und der wirklichen Finanzwelt. Wir wissen heute, dass Nobelpreis gekrönte Strategien wie von Markowitz, Mean Variance, Portfolios, in der Wirklichkeit funktionieren können oder auch nicht. Und wir wissen auch, dass oft einfache Strategien, wie zum Beispiel investiere gleichmäßig, also 50-50 bei 2, ja, besser sind als die ganze Optimierung. Wie gesagt, in der wirklichen Welt. Das heißt, wir brauchen eine andere Philosophie. Eine Philosophie, nach Lösungen zu suchen, die robust sind und die nicht optimal sind. Optimal heißt ja nur immer auf die Vergangenheit, was wir schon wissen. Aber wenn die Welt anders ist, hilft uns das ja nicht. Und die auch hinreichend einfach sind. Denn dadurch erzeugt man Robustheit. Und wir sollten auch den Mut haben, Welten zu schaffen, die auch so einfach sind. Zum Beispiel ein einfaches Steuersystem oder ein Finanzsystem, in dem undurchsichtige Produkte, wie sie auch wieder in diesem Moment erzeugt werden, keinen Platz mehr haben. Wo man nach Klarheit schafft. Und damit auch diese unvorhergesehenen Entwicklungen, die man dann im Nachhinein nur verstehen kann, aber nicht vorhersagen kann, deren Chance reduziert. Oder anders gesagt, wenn man statt dieser undurchsichtigen Produkte, die man entwickelt hat, verschiedenster Art, den Intuitionen eines guten Schweizer Bankers gefolgt wäre, dann wäre die Krise nicht in dem Sinne passiert. Und dazu gehören ganz einfache Regeln über Schulden. Nicht komplexe Versuche, wie man noch immer mehr Leverage, also den Anteil von Schulden zu dem Eigenkapital, wie man das noch erhöhen könnte, sondern einfache Regeln. Und ein Banksystem, das in guten Worten langweilig ist. Und das kann man auch vielleicht trennen von einem Hochrisikosystem, aber dann nicht zusammen haben. Und die Lösungen sind eigentlich ziemlich klar. Aber sie werden auch sozusagen weggeredet, weil man hat ja kein Interesse, jetzt nicht wieder hohe Risiken einzugehen, wo man dann über Jahre lang verdient. Und wenn der eine große Einbruch kommt, dann wird dann der Staat schon einspringen. Das Problem, dass Menschen nicht mehr die beste Option ergreifen, sondern eine zweitbeste, um sich selber zu schützen, hat eigentlich zwei Gründe im Wesentlichen. Das eine ist eine Verrechtlichung, eine Absicherung. Zum Beispiel in den USA haben nach einer Untersuchung 93% aller Ärzte gesagt, dass sie defensive Medizin betreiben. Das heißt, unnötige MRIs, unnötige Computertomografien, unnötige Biopsien dem Patienten empfehlen, den sie ihren eigenen Familienangehörigen nie empfehlen würden. Der andere Grund ist die Angst vor Verantwortung und Intuition. Gute Intuitionen, das sind Entscheidungen, wo man selbst dazu stehen muss. Denn man kann sie ja per Definition nicht woanders hin delegieren. Eine Intuition ist gefühltes Wissen, was sehr schnell im Bewusstsein ist, aber man kennt die Gründe nicht. Die sind unbewusst. Das heißt, man muss dazu stehen, zu der Intuition. Und wir haben eine Gesellschaft, die immer mehr Angst hat vor Intuitionen
Und es ist eine Gesellschaft, die dann unnötige Kosten und unnötige Zeit verschwendet, um im Nachhinein intuitive Entscheidungen zu begründen, etwa indem man einen Angestellten 2 Wochen abstellt, um die Gründe im Nachhinein zu finden für eine intuitive Entscheidung, oder noch teurer, eine Beratungsfirma einstellt, die dann 200 Seiten lang das begründet, was man eh schon intuitiv entschieden hat. Das ist eine Verschleierungstaktik und es ist Angst am Ende. Und ich glaube, in einem Land wie Deutschland bräuchten wir mehr Mut und Menschen, die auch eine Fehlerkultur haben und sagen, das ist mein bestes Gefühl. Ich habe sehr viel Information, aber am Ende spüre ich, wo es hingeht und ich stehe dazu. Da bräuchten wir mehr davon. Panik zu machen ist einer der Mechanismen der Medien, aber auch von Politikern, aber mehr noch Medien. Und wie kann man das machen? Einer der Mechanismen ist eine Vorstellung, dass in kurzer Zeit sehr viele Menschen sterben werden. Das reicht aus, um sehr viele in Unruhe zu setzen. Auch wenn am Ende, wie zum Beispiel bei Vogelgrippe, hatten wir in Deutschland keinen einzigen Toten, bei BSE ebenfalls nicht, bei SARS ebenfalls nicht. In solchen Situationen, aber das reicht aus, sodass wir uns nicht mehr trauen, ein Steak zu essen. Dagegen die wirklichen Gefahren, die jetzt konstant da ist, und dazu zählt Autofahren, Rauchen, dazu zählt aber auch die Gefahr, in ein Krankenhaus zu gehen, denn in Deutschland sterben geschätzte 10.000 Menschen an vermeidbaren, dokumentierten Fehlern in Krankenhäusern, das wird nicht so ernst genommen. Das heißt, wir fürchten uns nicht vor den Dingen, die uns wahrscheinlich umbringen, sondern vor jenen, vor denen sich die anderen fürchten. Und hier ist ein bisschen Aufklärung und Bildungspolitik wesentlich, sodass wir nicht von einer Krise in die nächste gejagt werden, ohne etwas dabei zu lernen. An den Universitäten werden immer mehr Kriterien verwendet, die eigentlich mit den 2 Zielen, nämlich Exzellenz in Forschung, Exzellenz in Lehre, wenig zu tun haben. Und das sind Kriterien eingeworbene Mittel, das sind bestimmte Kriterien von Anzahl von Publikationen. Das ist ja alles wichtig. Aber wenn man nur danach geht, dann wird man die Forschung auf Mittelmaß reduzieren. Auf Quantität, hohe Quantität, aber Mittelmaß. Es ist immer klar, dass die großen Entdeckungen, die werden in der Regel gar nicht wahrgenommen von den Personen. Zum Beispiel das wichtigste Papier in der Biologie des 20. Jahrhunderts, die Doppelhelix-Publikation, wurde erstmal für 10 Jahre gar nicht bemerkt. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, wenn man alleine nach Forschung geht, ja, die im Moment jetzt gerade anerkannt wird, ja, dann wird man dort, wird man gute Forschung machen, aber die Spitzenforschung eben nicht. Das heißt, wir brauchen ein System, wo man wirklich hineingeht und schaut, was ist das für eine Person, wenn man jemanden bewertet. Ja? Hat die die Fähigkeit? Ist sie bereit, Risiken einzugehen oder möchte sie nur schön brav Karriere zu machen? Diese Dinge muss man auch berücksichtigen. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger, als einfach zu zählen. Und man sieht es in verschiedensten Ländern, dass diese Bürokratisierung von Forschung auch ein gewisses Mittelmaß erzeugt. Die Risikokompetenz, so wie ich das bezeichne, bedeutet, dass man Zahlen versteht, bedeutet, dass man die Emotionen versteht und wie sie gelenkt werden, und bedeutet, dass man klar mit anderen sprechen kann, dass ein Arzt einem Patienten etwas klar erklären kann, dass ein Finanzberater einem Kunden die Dinge klar erklären kann und dass der Kunde auch weiß, dass der Finanzberater einem nicht unbedingt das Beste raten kann,
weil der Berater instruiert wird, das zu verkaufen, wo die Bank die meisten Prozente hat. Aber das muss man verstehen, das darf man dem Berater nicht vorwerfen. Sie würden auch nicht von einem Gebrauchtwagenhändler nun alles gleich kaufen. Das heißt, ein Bewusstsein des Systems, in dem wir uns befinden. Und wenn man so etwas schafft, dann hätten wir die Chance, in Deutschland mündige Bürger zu haben, nämlich Menschen, die kritisch denken können und auch bereit sind zu denken und sich nicht einfach emotional zu unterwerfen.